So, und damit möchte ich euch eigentlich auch schon alle herzlich begrüßen zu unserem Blockchain Stuttgart Online Meetup. War jetzt eine Weile in der Pause. Jetzt haben wir uns wieder sammeln können und haben jetzt auch wieder ein spannendes Thema heute mitgebracht. Und zwar geht es heute um Web3 und User Onboarding. Und zwar über die Thematik, wie erreichen wir Massenadoption? Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns eigentlich seit Anbeginn der Zeit beschäftigt und wahrscheinlich auch noch die nächsten 15 Jahre beschäftigen wird. Es geht unter anderem über Meta-Transactions, den Einsatz von Proof-of-Attendance-Protokollen, also PoApps, bei Events, unterschiedliche Wallet-Typen etc. Also wir haben ein ganz schönes, breites Spektrum und das wird uns alles der Marco Walz, CEO und Product Lead von CryptoCrowds GmbH, bisschen näher bringen. Dazu aber gleich noch mal ein bisschen mehr. Und zwar zum allgemeinen Programmablauf. Jetzt ganz kurz die Begrüßung und Einleitung. Ja, dann wird sich noch der Marco Walz kurz vorstellen. Dann kommt noch eine kurze Vorstellung von unserem neuen Werkstudenten. Und zwar ist es der Dominik Böpple. Danach kommt der Impulsvortrag, folgend 19:30 Uhr ungefähr mit einer Fragen- und Diskussionsrunde und dann um 20 Uhr, beziehungsweise ja, doch um 20 Uhr unser offizielles Ende. Genau. Etikett, Fragen bitte während des Vortrags und der Diskussion in den Chat reinschreiben, dann haben wir da eine bessere Übersicht drüber. Mikrofon bitte stumm schalten, sonst könnte es sein, dass wir unseren Speaker stören. Das wollen wir natürlich nicht. Video gerne einschalten, falls ihr es möchtet. Hier nochmal der Hinweis, es wird alles aufgenommen auf YouTube, damit wir das später nochmal hochladen können. Also falls ihr nicht gesehen werden möchtet, wenn ihr redet, dann bitte gern davor ausschalten und Anmerkungen und Kommentare über Handzeichen in Zoom bitte hier auch nochmal kurz fassen. Ansonsten noch unser Ausblick und weitere Informationen. Ja, da haben wir ein ganz großes Event und zwar geht es um das Blockchain-Hackathon im nächsten Januar 2023. Und zwar wird es vom 20. bis zum 22. stattfinden, diesmal in hybrider Form. Das heißt, falls ihr da Interesse daran habt, dann gerne die Webseite verfolgen. Da werden wir jetzt auch bald die Registrierungsphase eröffnen und gerne auch mit Freunden, Bekannten und Interessierten teilen. Genau, damit würde ich ganz kurz zu unserem neuen Werkstudenten das Wort übergeben, und zwar Dominik Böpple. Er wird sich ganz kurz vorstellen, sagen, wer er ist, wo er herkommt, was er macht, und danach gehen wir auch schon zu Marco Walz über. Genau, also erstmal hallo an alle von mir. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und dann erstmal zu meiner Person. Ich bin das neue Mitglied bei Blocklab und auch gleichzeitig Werkstudent. Und wie auch Dennis studiere ich Blockchain und DLT an der Hochschule Mittweida. Bin aber auch selber davor schon also habe mich auch schon davor mit Kryptothemen beschäftigt und auch natürlich Krypto- und Blockchain-Enthusiast, sowie auch alle anderen hier im Meeting wahrscheinlich. Ich befasse mich sowohl mit den technischen als auch mit den wirtschaftlichen Aspekten von Krypto und werde demnächst auch die Organisation und die Moderation von den Blockchain-Meetups übernehmen. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf den Vortrag und würde das Wort an Marco übergeben. Soll ich direkt loslegen? Ja, kannst du machen. Alright, dann würde ich direkt mal meinen Screen stellen. Einen Moment. Kann jeder sehen? Ja, Okay, wir perfekt. können sehen. Genau, eingeleitet wurde es ja schon. Ich werde heute über Web3 und das User Onboarding reden und da ganz konkret in Richtung, ja, wie erreichen wir Massenadaption? Gibt da verschiedene Themen, die man beachten kann. Ich möchte halt allgemein drüber reden. Die Frage ist da unter anderem, damit werde ich dann auch direkt starten, aber die Agenda kommt noch. Ja, was versteht man denn unter Massenadaption überhaupt? Oder da hat jeder wahrscheinlich ein anderes Verständnis. Genau, zu mir, meiner Person. Ich habe Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik gemacht, war dann eine Weile als IT-Consultant tätig, hauptsächlich in der Java-Entwicklung und hatte meine ersten Berührungspunkte mit Krypto, ja, Blockchain, Web3 und allen anderen Buzzwords, die so rumschwirren mittlerweile 2017 und wollte dann auch unbedingt, ja, hat mich alles fasziniert, wollte da tiefer einsteigen, auch beruflich da einsteigen und habe dann bei der Targens angefangen, als Softwareentwickler zu arbeiten, speziell im Bereich Blockchain und habe dann später zu 51 Notes gewechselt. Da haben wir hier auch heute einen Jochen und einen Jan Paul hier. Guten Tag, schön euch mal wieder zu sehen. Genau, und letztes Jahr habe ich dann den Entschluss gefasst, als Freelancer mich selbstständig zu machen.
und war da am Anfang noch eine Übergangsphase auch für 51 Notes tätig und habe dann die Chance gehabt, bei der Bundesdruckerei damit einzusteigen, bei dem SSI-Bereich, also Self-Sovereign Identities, mega spannend, die sind da in einem ID-Union-Konsortium drin. Und ich habe da hauptsächlich mich um das Thema Verifizierung von Unternehmen, also die Ausstellung von Unternehmenscredentials beschäftigt. Ja, auch eine sehr, sehr spannende Sache. Und ja, wer darüber mehr erfahren will, kann mich gerne noch drauf anhauen im Anschluss. Und zusätzlich dazu arbeite ich für das Eternity Establishment. Kümmere mich da um Developer Tools, Developer Relations und jetzt in diesem Jahr haben wir Anfang 2022 auch unsere CryptoGrowths GmbH gegründet. Da habe ich ja oben geschrieben, dass wir uns da schon ja, so 2018 zusammengeschlossen haben und da einige ja, Blockchain-Themen zusammen bearbeitet haben und mittlerweile arbeiten wir da an nebenher so immer mal wieder abends zwischendurch und am Wochenende an einem NFT-Marktplatz. Genau, da kurze Einführung zu CryptoGrowths. Ja, wir glauben halt an eine dezentrale Zukunft, die durch Blockchain angetrieben wird. Es sind alles Freunde und Kollegen, die sich alle in den verschiedenen Unternehmen kennengelernt haben. Also bei einer ersten Station habe ich zum Beispiel Michelle, der jetzt heute ja auch mit drin ist, kennengelernt. Und die anderen beiden Kollegen, die jetzt da mitgegründet haben, die habe ich bei der Targens kennengelernt. Genau, und haben da auch an verschiedenen Hackathons teilgenommen. Da auch gewonnen teilweise und ja, Tools und eine Applikation für die Eternity Blockchain entwickelt. Ja, mittlerweile haben wir, das habe ich ja schon erwähnt, endlich die Firma gegründet und können da unsere eigenen Themen machen, wobei alle dann nur nebenher dran arbeiten, da ist keiner Fulltime drin bisher. Ja, jetzt kommen wir zum Hauptthema des Tages. Ja, die Bedeutung von Massenadaption. Ich will dann ein Problem-Case vorstellen, wenn es um Play-to-Earn geht, wo man NFTs sich verdienen kann als In-Game-Items und ja, wenn man davor noch keine Ahnung hatte von Blockchain, wie läuft denn das so ab? Dann der übliche Onboarding-Weg, den vielleicht einige hier schon schmerzlich erfahren mussten. Mittlerweile geht es ja ein Stück weit einfacher, aber ja, trotzdem, die Einfachheit wird dann oft durch hohe Gebühren kompensiert entsprechend. Und dann möchte ich die Metatransaktion vorstellen, was man damit erreichen kann und was damit möglich ist, wie dann der Weg mit dem Onboarding aussehen kann, da auch vergleichen, wie das auf EVM, also zum Beispiel auf Ethereum oder anderen EVM-basierten Chains aussieht, versus was da Eternity bietet mit der Paying for Transaction. Allgemein über Use Cases in der Richtung reden und am Ende noch Proof of Attendance, NFTs oder POPs vorstellen, die man für jegliche Art von Events den Leuten ausstellen kann, zum Beispiel auch hier in einem Krypto-Meetup könnte man das auch irgendwann einführen. Genau, steigen wir mal ein, die Bedeutung von Massenadaption. Was verstehe ich grundsätzlich unter Massenadaption? Ich zeige hier direkt gleich mal die zwei große Welten, die alte Welt mit Centralized Finance, die natürlich immer noch eine hohe Daseinsberechtigung hat und lange oder auch nie verschwinden wird, zumindest nicht komplett. Da bin ich ja, zumindest wahrscheinlich nicht mehr, wenn wir leben. Aber schauen wir mal. Aber was verstehe ich unter Massenadaption? Also ich verstehe da schon aktive Nutzer auch drunter, die wirklich sich in dem rechten Bereich auch tümmeln. Das müssen nicht nur Finanzapplikationen sein, sondern können jegliche Art von Applikationen sein. Und die Leute sollten schon wissen, was sie tun. Mal unabhängig davon, ob sie jetzt Custodial Wallets oder Non-Custodial Wallets verwenden. Custodial bedeutet, dass sie es nicht selber über ihre Keys die Hoheit haben, beziehungsweise jemand anders vielleicht dann zusätzlich noch eine Hoheit hat, einfach nur um sicherzustellen, dass man ja den Zugang dazu nicht verliert. Eigentlich mehr oder weniger ein Selbstschutz, also für manche ist das auch was Gutes, Custodial Wallets zu verwenden, zumindest am Anfang. Trotzdem ist da Education wichtig aus meiner Sicht, dass man in Richtung Non-Custodial Wallets übergehen kann und je nutzerfreundlicher die werden und umso bessere Backup-Methoden da entstehen, umso wahrscheinlicher ist es dann auch, dass ja, da die Adaption steigt. Und wenn ich von Massenadaption rede, dann meine ich wirklich die aktive Nutzung von dezentralen Applikationen jeglicher Art. Also direkter Kontakt, signieren mit dem eigenen Wallet oder mit dem Custodial Wallet und
nicht nur einfach, ich habe jetzt mit Coinbase oder irgendeine andere App runtergeladen, kaufe mir da jetzt mal für 10 Euro Ether oder Bitcoin und lass sie dann liegen und track alle 2 Wochen mal den Preis oder täglich. Das verstehe ich persönlich nicht unter Massenadaption, nur um das mal initial da klarzustellen. Genau, dann kommen wir mal zu dem Play-to-Earn-Use-Case. Ich habe einfach mal ein paar schöne, nette Bildchen da bereitgestellt. Ja, gehen wir mal davon aus, ein User hat jetzt ein cooles neues Spiel entdeckt, von links nach rechts. Zockt dann mit seinen Kumpels eine Weile und verdient sich dann Ingame-Items und hat die dann in seinem Wallet drin. Also das Wallet hat er davor schon erstellt. Er hat jetzt das in seinem Wallet und dann irgendwann möchte er ja hoffentlich auch was mit diesen Items anfangen, die versenden oder für irgendwas nutzen, staken oder whatever, was halt angeboten wird in der Applikation. Und dann hat man typischerweise das Grundproblem, zumindest auf den meisten Blockchains, dass man Transaktionsgebühren zahlen muss. Und typischerweise braucht man dafür den Native Coin. Und ja, den muss man sich jetzt erstmal holen, damit man den NFT, den kann mir ja jeder in mein Wallet schicken. Aber rauskriegen kann ich ihn nur, wenn ich selber eine Transaktion durchführe. Und dafür brauche ich den Native Coin. Und jetzt muss mir entweder das Spiel erklären, wie ich das zu tun habe, oder ich frage meine Freunde. Aber die Journey sieht dann typischerweise so aus. Schritt 1 mit dem Wallet und Schritt 2 habe ich hoffentlich schon gemacht, wenn ich das Spiel spiele. Wahrscheinlich, vielleicht stellt das Spiel auch ein eigenes Wallet bereit. Ich rede jetzt hier wirklich wieder über den Self-Custody-Weg, beziehungsweise den Massenadaptionsweg, den ich halt sehe und nicht. Ich logge mich jetzt mit Username, Passwort wieder über ein Google-Login irgendwo ein und dann werden da meine Funds gemanagt. Das kann natürlich auch alles sein. Das sind die Custody-Lösungen im Hintergrund. Das ist fürs Onboarding. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich will jetzt nur den On-Chain-Weg in Richtung Massenadaption hier beschreiben. Und typischerweise ist es halt so, ich habe dann das Wallet. Ich werde auf irgendeinen Exchange geleitet. Ich muss da, je nachdem, wie viel ich da einkaufe, oder vielleicht wird es irgendwann auch eine Grundsatzbedingung. Vielleicht ist es schon so, ich weiß selber gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber ja, typischerweise muss ich dann KYC durchführen, muss dann erstmal Euro, also Fiat draufladen. Dann kommt es irgendwann an, das Geld. Wenn es mit Kreditkarte geht, habe ich meistens noch höhere Gebühren. Ja, auf jeden Fall dauert das eine Weile. Es ist ein schmerzhafter Prozess. Ich muss mich irgendwo registrieren, teilweise auch bei dubiosen Exchanges. Auf das Thema will ich jetzt nicht näher eingehen, was da jetzt letzte Woche alles passiert ist. Das wird ja gerade ziemlich hart diskutiert und da werden die ganzen zentralen Exchanges ziemlich hart unters Messer genommen aktuell. Zu Recht wahrscheinlich. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern aus meiner Sicht auf jeden Fall zu Recht. Genau, und dann irgendwann, wenn ich Glück habe und der Exchange noch lebt und mein Geld nicht weg ist, dann kann ich die Assets traden. Ich muss ja dann Euro meistens muss ich dann erstmal in einen größeren Asset-Token gehen. Wenn ich jetzt in einer kleineren Blockchain unterwegs bin oder einen speziellen Token halt verwenden möchte, dann muss ich oft über Märkte wie Bitcoin und Ethereum gehen und muss dann 2 Trades machen auf dem Exchange und muss dann natürlich von dem Exchange mir die Native Crypto Tokens oder Coins auch noch auf mein Wallet übertragen. Und ja, der Weg ist ziemlich schmerzhaft. Und wie gesagt, es gibt einfachere Möglichkeiten mittlerweile. Ich kann es direkt über Kreditkarte machen. Aber selbst da, wenn man jetzt über 250 Euro oder so kommt, bei vielen von diesen Kreditkartenanbietern, dann kommt ein KYC-Pop-up am Ende des Prozesses. Das ist sehr schmerzhaft dann auch noch. Und die Gebühren sind meistens bei 10% aufwärts oder noch höher. Zumindest nach meiner Erfahrung. Insofern, genau, finde ich den Prozess nicht sonderlich toll. Was bringt da jetzt die Lösung? Man kann zum Beispiel Metatransaktionen anbieten, wenn man jetzt ein Game Provider ist. Das bedeutet, dass der User an sich kann jetzt die Aktion, die er mit dem Token durchführen will oder mit seinem Wallet in dem Game, kann er signieren und an einen sogenannten Relayer, das wäre eine andere vertrauenswürdige Partei, senden. Und dieser Relayer stellt dann sicher, dass die Transaktion oder bezahlt die Gebühren im Endeffekt für die Transaktion, damit die ausgeführt wird auf der Blockchain.
Und somit kann man unterbinden, dass der Nutzer überhaupt irgendwas von Krypto mitkriegt. Ja, der signiert vielleicht, aber das kann ja aussehen wie eine typische Aktion im Wallet. Der muss nicht unbedingt wissen, dass er jetzt da Blockchain verwendet. Das kann man alles vor ihm verbergen. Natürlich müssen wir dann gucken, dass da geht es wieder in Richtung Backup- and Recovery-Strategien. Aber grundsätzlich ist das ein sehr eleganter, einfacher Weg, wie man User onboarden kann. Wenn man natürlich on-chain unterwegs ist, bei Ethereum weiß man, dass die Gasgebühren relativ hoch sind, was natürlich auch in den hohen Nutzerzahlen liegt. Mittlerweile geht es wieder. Eine Zeit lang war es brutal. Da hat man zum Beispiel von Versand von ja, einem Euro umgerechnet, dann 15 Euro gezahlt oder noch höher. Das war sehr schmerzhaft für viele Leute, die da auch unwissentlich oder ja, nicht drauf geachtet haben. Aber anyway, genau, Metatransaktionen bieten einfach eine Möglichkeit, um die ganze Komplexität von neuen Usern komplett zu verbergen. Die müssen von Gasgebühren nichts wissen, absolut gar nichts. Und das ist eine sehr schöne Sache. Sorry für den Background Noise. Papa. Genau. Gar kein Problem, gar kein Stress dort. Oh, ich habe den Titel nicht geändert, sehe ich gerade. War Copy-Paste-Thema. Kommt gerade vor. Auf jeden Fall ist das jetzt die Lösung auf Eternity mit der, oder, nee, sorry. Das ist jetzt der Weg, ich bin gerade rausgekommen. Der Weg, wie es mit Meta-Transactions aussehen würde, ich kann mir den unteren Weg komplett sparen, was ich gerade schon gesagt habe, und brauche eigentlich nur das Wallet. Also ich brauche einen Keypair, wo auch immer ich das speichere, ob ich jetzt ein Backup mache oder nicht, ob jemand anders das Backup für mich macht, aber ich bin trotzdem selber Besitzer von dem NFT. Er wird auf der Chain transferiert oder ich kann eine Aktion auf der Chain damit machen, ohne Gebühren zu zahlen. Ja, das sieht jetzt sehr technisch aus, dieses Schaubild. Das ist dieser offizielle, meist verbreitete Standard, wie es auf EVM-Chains gemacht wird. Und da gibt es ein signifikantes Problem, dass wenn man dieses Gas-Relay verwenden möchte, man sieht schon auf der rechten Seite eigentlich dieses, was im Scope ist, ist das in dem viereckigen Kasten. Das ist eigentlich das, was diesen Standard hier beschreibt. Die ersten zwei Schritte sind ja relativ klar. Der User von dem Game signiert seine Aktion, die er macht, in seinem Wallet, schickt die an das Gas Relay und ja, dann wird es spannend. Ich brauche jetzt halt auf der Chain, wenn ich zum Beispiel einen Token-Transfer durchführen möchte, muss dieser Contract, der den Token-Transfer steuert, muss das supporten, diesen Standard. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich diese Meta-Transactions auf diese Art und Weise auf Ethereum gar nicht durchführen. Das heißt, die typischen oder vor allem die ersten ERC-20-Tokens, die sollten das normalerweise nicht supporten, wenn, dann wurden sie irgendwie erweitert oder migriert. Aber ja, dann kann ich das auf diese Art und Weise gar nicht machen. Ich will gar nicht näher in die Details reingehen. Wer da mehr darüber lesen will, der kann sich das Ethereum Improvement Proposal 2771 anschauen und da mehr drüber lesen und allgemein mehr über ja, Gas Relays. Gibt verschiedene Anbieter, verschiedene Lösungen, aber so, was man da in dem rechten Kasten sieht, ist so die ja, der Standard. Genau. Die Hauptmessage ist, ich brauche einen Trusted Forwarder und ich brauche einen Recipient Contract. Also ich brauche zwei Themen. Ich kann nicht einfach so sagen, ich mache jetzt Meta-Transaction. Das muss in den Contracts, die die Aktionen durchführen, muss das bekannt sein. Weil die halt auch verifizieren müssen, damit da alles korrekt ist. Wenn man jetzt die Eternity Paying for Transaction nimmt, das war damals eine Anfrage im Forum, schon Jahre her, von einem Custodial-Anbieter, die hießen damals Arcane Network, die heißen jetzt Venli. Und fokussieren sich auch hauptsächlich auf Polygon Network. Aber ja, die bieten Custodial Wallet Lösungen an und wollten schon immer das Thema User Onboarding groß schreiben und haben speziell da danach gefragt. Und dann haben die Core-Entwickler von Eternity diesen Transaction Type eingebaut ins Protokoll oder implementiert. Und was damit ermöglicht wird, ist, dass man als User, kann man jetzt seinem User oder der User muss einfach nur die Transaktion ganz normal signieren, wie wenn er die On-Chain durchführen würde. Es wird nur auf eine bestimmte
Art und Weise signiert, also eine andere Signatur, wie so typischerweise, wenn er selber die Gebühr zahlen würde, machen würde. Einfach nur, um Replay-Attacken zu vermeiden. Und der kann dann diese signierte Transaktion nehmen und einfach nur das Gas-Relay schicken. Und das Gas-Relay wiederum nutzt dann diesen Paying-for-Transaction-Type. Also auf Eternity gibt es zig verschiedene Transaction-Types. Das ist ja typischerweise auf EVM-Chains immer nur einer. da gibt es halt für alle verschiedenen Arten spezielle Transaktionstypen. Und einer davon wäre die Paying-for-Transaction. Und da kann ich praktisch jegliche andere Transaction wrappen. Und das Gas-Relay würde dann die innere Transaktion von dem User wrappen, würde die Paying-for-Transaction signieren und die ans Netzwerk broadcasten. Und das Netzwerk würde dann die Gebühren für die innere Transaktion als auch für die Paying-for-Transaction, das sind dann zwei verschiedene Gebühren, würde dann das Gas-Relay übernehmen und zahlen. Das heißt, da brauche ich meine Smart Contracts, denen ist das völlig wurscht und schnuppe. Die brauchen davon keine Ahnung haben. Ich mache einen Contract Call ganz normal als User und schicke die Transaktion an irgendein Gas Relay, dem ich vertraue oder das am günstigsten ist oder je nachdem. Und Services gibt es ja leider noch keine, aber es wird supported. Also wenn da jemand Lust drauf hat, da tiefer reinzugehen, sehr, sehr gerne. Genau. So viel zu dem Thema. Und was sind da so die Use Cases? Das Spieleentwickler-Thema habe ich ja schon angesprochen, dass man halt einfach neue Nutzer reinziehen will und von denen die ganze Komplexität verbergen möchte. Das andere Thema ist, was ich ganz interessant finde, oder wo ich mich immer gefragt habe, grundsätzlich, wer zahlt denn überhaupt die Gebühren für so ein Vote in einem DAO? Also auf Ethereum würde ich das persönlich nicht machen. Aber es gibt Leute, die genug Geld haben und das machen oder denen das wichtig genug ist. Ich persönlich will das aktuell nicht machen. Aber was möglich wäre, in Kombination mit einem anderen Feature von Eternity, könnte man einen Account in einen sogenannten Generalized Account umwandeln. Das bedeutet, man ändert die komplette Authorization Logic von dem Contract. Also wie jetzt eine Transaktion geprüft wird, ob die valide ist. Und könnte dann praktisch eine Art Paying-for-Transaction-Type machen und könnte das DAO selber steuern lassen, welche Accounts jetzt zum Beispiel kostenlos voten dürften oder nicht. Also das kann man ziemlich coole Sachen damit bauen. Ich habe da erst letztens drüber nachgedacht im Detail, aber da würde ich auch gerne jemand sehen. Also wenn da jemand Bock hat, das mal zu testen, zu prüfen, würde ich echt gerne sehen, ob das funktioniert, wie ich es mir vorstelle oder nicht. Ich habe gerade leider keine Zeit dafür, aber genau. Also meine Idee wäre da zum Beispiel, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein DAO wäre, haben wir typischerweise alle DAOs einen eigenen Fungible Token, um das Voting zu steuern. Und da könnte man dann sagen, wenn jetzt Account X, also der Stake State könnte ja im Contract festgehalten werden pro User. Und dann könnte man sagen, wer jetzt seinen Stake von Token X für einen Zeitraum von 2 Monaten da gestaked hat zu dem Zeitpunkt des Votes, der kann einfach kostenlos hier eine Transaktion durchführen und muss die Gebühren dann nicht zahlen. Solche Themen, genau. Und der Contract selber hätte dann den Account und die entsprechenden Coins, um die Fee zu übernehmen. Genau, dann halt jegliche Art von Custodians, wie es jetzt zum Beispiel dieser Wallet-Provider Venli war, die das Feature angefragt haben, die halt einfach seamless as possible das allen Usern anbieten möchten. Und ja, sicherlich gibt es da noch zig verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die ich jetzt erstens nicht im Kopf habe und auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen wollen würde an der Stelle. Genau. Als letztes möchte ich noch kurz über das Thema Proof of Attendance NFTs sprechen. Ich denke, die können auch eine relativ große Rolle spielen, wenn es um die Adaption geht. Wenn man jetzt zum Beispiel das Meetup heute hier nimmt oder ein Hackathon oder egal was es ist, jegliche Art von Veranstaltung, virtuell oder physisch, kann man hier so einen sogenannten Proof of Attendance NFT oder POAP an die Leute ausgeben. Und ja, damit halt die Leute ein bisschen educaten. Da wäre es ja auch nicht schlimm, wenn sie den verlieren, zumindest am Anfang nicht. Wer weiß, was die wert werden. Wobei, da kommt noch ein anderes Thema bei den Diskussionspunkten ins Spiel.
sollen die überhaupt transferierbar sein oder nicht? Es gibt auch die sogenannten Soulbound NFTs, die dann wirklich an die Identität gekoppelt sein sollen. Wie viel Sinn das macht oder nicht? Ich glaube, Vitalik ist ein extremer Befürworter für das ganze Thema, aber der hat auch die ganzen kryptografischen Privacy-Themen im Kopf, die da eine Riesenrolle spielen, wenn da die Identität mit ins Spiel kommt. Aber ja, Leute tun gerne Brollen und zeigen, was sie haben oder wo sie waren. Ich denke, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass es kommen wird. Genau, aber da könnte man sich natürlich auch, am Ende steht es und fällt es mit dem Thema Wallet. Insofern finde ich eigentlich das Thema mit als Custodian anfangen und dann vielleicht kann ja das Wallet auch eine Art Multisig sein oder ein Generalized Account im Falle von Eternity, wo dieser Custodian eine Zeit lang drauf Zugriff hat und der User dann irgendwann ja, belegen muss oder prüfen muss, dass er educated genug ist, um jetzt selber sein Wallet kontrollieren zu können. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber das sind jetzt auf jeden Fall mal Wege, wie man relativ schnell NFTs unter die Leute kriegt. Und für mich sind generell NFTs ein sehr gutes Mittel, um ja, Leute anzuborden. Jetzt nicht nur wegen den Profile-Picks oder so, sondern wirklich auch gerade wegen solchen Sachen. Proof of Attendance NFTs finde ich eine ganz nette und coole Sache. Aber sollte natürlich auch kostengünstig sein, sonst machen das die Veranstalter der kleineren Events vermutlich eher nicht. Genau. Ja, an der Stelle wäre ich eigentlich auch schon am Ende angekommen. Falls irgendwelche Fragen sind, würde ich natürlich gerne beantworten. Genau. Oder wir gehen direkt in die Diskussionsrunde rein. Ja, also erstmal vielen Dank für die tolle Präsentation. Du hast das Thema Meta-Transactions wirklich sehr gut erklärt und man hat auch gesehen, dass der Weg zur Massenadaption beziehungsweise der Weg, dass man letztendlich seine eigenen Tokens auf der eigenen privaten Wallet hat, auch sehr, sehr weit ist. Und damit würde ich auch gern zur Diskussionsrunde überleiten und da würde ich gerne mal in den Chat schauen, ob es da bereits ein paar Fragen gibt. Oder wenn jetzt Fragen aufgekommen sind, dann gerne in den Chat schreiben. Vorerst erstmal stumm bleiben. Ich würde die Fragen dann gerne vorlesen. Dann würde ich jetzt erstmal noch 1-2 Minuten warten. Jo, ansonsten würde ich mal selber eine Frage stellen. Also ich habe mir da auch ein paar Fragen aufgeschrieben. Und zwar, wie sieht es denn aus bei den Meta-Transactions? Da gibt es ja einen Drittanbieter, der praktisch die Gaskosten übernimmt. Und in dem Fall ist es ja so, dass der praktisch der Versender der Transaktion die Gaskosten vom Drittanbieter abgedeckt bekommt, aber auch andere Coins sendet. Praktisch, wenn die Gaskosten in Ether bezahlt werden, dann bekommt der Drittanbieter ja den Coin, den der Versender versendet praktisch. Und wie sieht es denn aus, wenn überwiegend Meme-Coins gehandelt werden, die eigentlich sehr, sehr risikolastig sind und der Drittanbieter müsste dann praktisch wieder diese Meme-Coins zurücktraden. Und dadurch würden ja wieder Transaktionskosten entstehen. Na gut, im Endeffekt muss man davon ausgehen, dass so ein Dienst, so ein Relay, so ein Drittanbieter, der jetzt die Gebühren übernimmt für irgendwelche User, der macht das sicherlich nicht umsonst. Also da zahlt man dann eventuell auf anderem Wege eine monatliche Subscription-Fee, vielleicht sogar traditionell über irgendein Lastschriftverfahren oder whatever. Oder so, jetzt bin ich gerade rausgekommen. Background Noise. Und ja, also das eine Thema ist, dass die das auf gar keinen Fall umsonst machen. Also ich kann mir nicht vorstellen. Das Einzige ist, wenn du wirklich jetzt, das wäre Marketingbudget oder whatever. Ja, wenn ich jetzt wirklich User onboarden möchte und ich habe ein diverses Budget, um Marketing zu betreiben, dann kann das natürlich dafür genutzt werden. Und der Drittanbieter kann ja auch, im Falle von Eternity wäre es extrem easy, das zu machen. Ich habe ja nur ein Backend, meinen eigenen Account, wo
ein paar Coins drauf liegen und die übernehmen ja dann die Gebühren. Das heißt, die Leute müssen einfach nur die Transaktion dahin schicken und ich übernehme die Gebühren dann. Genau, wegen also diesen einfach. Drittcoins finde ich ein bisschen, da habe ich die Frage nicht hundertprozentig verstanden, weil also der Coin in erster Linie kriegt der Drittanbieter gar nichts. Der Drittanbieter, der die Gasfee übernimmt, der kriegt beim Übermitteln der Transaktion nichts. Das ist einfach eine Dienstleistung, die der anbietet. Der kriegt die Transaktion geschickt und er broadcastet die ans Netzwerk. Er wrappt die in diese Paying for Transaction im Fall von Eternity und broadcastet die dann ans Netzwerk und zahlt dann die Gebühr für seine Transaktion und für die innere. Das heißt, der hat nur Ausgaben. Der verdient erstmal gar nichts daran. Der muss halt jetzt ein Geschäftsmodell finden, wie er damit Geld verdient. Ja, ich habe das bei Meta-Transactions jetzt so verstanden, dass derjenige, der die Transaktion ausgibt praktisch, zusätzlich zu den versendeten ERC-20-Tokens, sage ich jetzt mal, praktisch eine zusätzliche Anzahl sendet. Ja? Also nehmen wir jetzt mal an, der will 10 irgendwelche 10 Meme-Tokens versenden. Dann praktisch, um die Transaktionskosten zu decken, versendet er 11. Und mit diesem einen... Nee, genau, das ist nicht der Fall. Er zahlt gar nichts. Das ist genau der Sinn und Zweck davon. Er zahlt einfach gar nichts für die komplette... Egal, was er will. Ob er jetzt 5 Meme-Coins verschicken will, ob er ein DAO-Vote machen möchte, ob er, egal welche On-Chain-Transaktion er durchführen möchte, er braucht gar keinen Token. Und bei den Meta-Transaction geht es grundsätzlich auch darum, den Native Coin zu ersetzen. Also die im Falle von Ethereum wäre es jetzt Ether. Das heißt, du zahlst ja immer eine Gebühr an Ether für jede Transaktion. Und die würde praktisch dieses Relay für dich übernehmen. Egal, was du machst. Also das Relay würde einfach nur deine Transaktion covern mit der Fee und das weiterleiten. Und irgendwann wird es dann ins Netzwerk gebroadcastet und wird dann ausgeführt. Und wie die jetzt letztendlich Gewinn damit erzielen. Das genau, unabhängig davon. Ja. Das ist einfach nur die Art und Weise, wie der Prozess stattfindet. Aber der Gewinn dieses Service, also ich meine, das ist natürlich schon ein valuable Service für alle möglichen Arten von Applikationen, ja, die typischerweise sich mit dem Thema User Onboarding, Wallet Handling und so weiter. Ich, bei allem, was ich jetzt festgestellt habe in den vergangenen 2 Jahren, suchen sich schon viele irgendwelche Custody-Lösungen auch aus, wo die Wallets im Namen der User verwalten. Und die möchten natürlich auch diese Gasgebühren irgendwie covern. Zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel, wo das genau der Fall ist. Ihr kennt es typischerweise auf einem Exchange. Wenn ihr eine neue Deposit-Adresse macht für den Exchange, ist es meistens sogar bei jedem ERC-20-Token, jetzt im Fall von Ethereum, bei jedem ERC-20-Token kriegst du eine eigene neue Ethereum-Adresse zugewiesen. Eine Deposit-Adresse. Und genau, auf die schickst du ja deinen ERC-20-Token. Und was jetzt der Exchange typischerweise machen muss, oder damals immer gemacht hat, der musste extra Ether da hinschicken auf den Account von dir, um den Token wieder rausschicken zu können an sein Cold Wallet. Und das kann man sich damit auch komplett sparen, weil die Tokens sitzen einfach nur da, die brauchen nur den Key und die lassen praktisch jetzt, die nutzen eine Meta-Transaction und führen die Transaktion durch und können so praktisch die Fee covern und müssen nicht extra die Ether hin und her schicken. Okay, das wäre echt so das einfachste und beste Beispiel, wo ich sagen würde, so kann ich es am besten erklären für die Leute, die zentrale Exchanges oft nutzen und mal den Block Explorer dann angucken, was danach passiert. Ja, weil du schickst typischerweise den ERC20 dahin. Und dann siehst du, wie Ether dahin transferiert werden. Dann siehst du danach, wie der Token raustransferiert wird. Und manchmal bleibt dann halt noch ein Schnipsel an oder ein paar Ether-Riemen, sage ich jetzt mal, übrig. Oder die senden sie komplett wieder zurück. Genau. Also das ist halt ein Massen-Overhead auch für Exchanges. Also Exchanges, ich habe es zum Beispiel bei Kraken demnächst gesehen, die benutzen Meta-Transactions. Weil da habe ich USDC hingeschickt und die haben genau das gemacht. Ah, so. Okay, super. Dann noch eine Frage von Dirk, der hat nochmal gefragt, wer genau bezahlt denn jetzt die Transaktionsgebühren? Aber die Frage hat sich ja dann eigentlich auch beantwortet. Das Gas Relay, genau, ja, das ich nutze.
Dann eine Frage, die der Edwin vorher gestellt hat, ist, wie wird es bei multichain.org realisiert, dass ich als Nutzer kein Gas bezahlen muss? Also man bezahlt ja praktisch mit dem Asset. Also ich bezahle Interessiert ja mich mal mit dem wissen, ich Asset, habe dass ich. Multichain.org noch nie benutzt, das ist mein Problem jetzt an der Ach so. Stelle. Ja, okay. Ich habe mich Kann halt ich jetzt halt mir. spontan daran erinnert, jetzt, ob das vielleicht auch eine Meta-Transaction ist oder was anderes. Ich kann es leider nicht mehr. Ich In habe Ordnung, ja. Multichain.org nie benutzt. Kann ich nur spekulieren. Das lasse ich lieber. Ja, danke. Aber ich gucke es mal an. Ich kann vielleicht im Nachgang beantworten. Genau. Dann von Dirk noch ein Einwand. Also das Relay muss ja irgendwo ja Funds bekommen, um die Gasfees der zugrunde liegenden Chain zu bezahlen. Ja. Ja, genau. Also im Prinzip braucht man nur irgendeinen, also das Relay ist jetzt auch keine Entity oder irgendwas. Man kann sagen, das Relay ist einfach nur, prinzipiell könnte das Relay auch sein, ich schicke meine Transaktion jetzt auf ein Papierschnipsel irgendjemand anders, der, also man könnte das auch so machen. Man braucht einfach nur einen, wie Dirk richtig sagt, einen Account, der Coins hat und man kann dann von einer anderen Partei diese Transaktion akzeptieren, die der kostenlos praktisch transferieren möchte oder ausführen möchte und nutzt dann seinen Account, also den Account von dem Relay, um da die Fee zu covern und broadcastet das ans Netzwerk. Also das ist egal, was es ist. Das ist jetzt keine, einfach, eigentlich ist nur, typischerweise ist es nur ein Backend-Service, der die Transaktion entgegennimmt, irgendeine REST-API oder whatever. Nimmt die Transaktion von dem User entgegen und sorgt dann dafür, dass die Fee gecovert wird und schickt das ans Netzwerk. So gesehen schon klar, aber ich meine, im Endeffekt irgendwo müssen die Gasfees der zugrunde liegenden Blockchain ja bezahlt werden. Also auch wenn du das dann Das macht das Kraken, Relay, genau. aber genau, aber dieses Relay muss ja auch irgendjemand muss das ja funden, damit das Gas sozusagen hat, dass es dann bezahlen muss. Also nur weil ich auf meinen alten Brief draufschreibe, Porto zahlt Empfänger, ist es ja nicht so, dass das quasi irgendein Relay das zahlt. Selbst wenn, dann müsste das Relay ja das Porto auch irgendwo herbekommen. Also das heißt, das ganze Konstrukt steht und fällt ja damit, dass es irgendjemand gibt, der das subventioniert. Ja, oder man zahlt halt dafür. Also wie ich es gesagt habe, das kann ein ganz normaler Service sein. Wenn ich jetzt ein Exchange wäre oder eine Börse oder whatever, könnte ich, oder ein Custodian selber, ich könnte so eine Dienstleistung anbieten. Das war ja vorhin auch ein, also ich kann meinen Usern so eine Dienstleistung anbieten und kann sagen, hey, ihr könnt die Transaktionen so und so signieren und schickt die an mich und ich zahle für euch die Fee, aber dafür will ich halt von euch 20 Euro im Monat haben. Oder das müssen die halt ausrechnen, wie sich das rentiert oder auch nicht. Und was ist der Vorteil bei Kraken? Also wenn du jetzt deine USDCs dahin überweist. Das ist bei Kraken kein, das ist ein Overhead-Minimierung für Kraken. Die minimieren ihren Overhead. Das, was ich vorhin erzählt habe, ist jetzt der Beispiel, weil die machen ja fürs Accounting trennen die ja alle Konten von den Leuten. Das heißt, jeder kriegt seine eigene Depositadresse. Wenn ich da jetzt ein ERC20 draufschicke auf meine neue Depositadresse, die Kraken für mich erstellt hat, die hat ja erstmal keine Ether. Das heißt, Kraken kriegt von mir den ERC20 und muss jetzt den ERC20 zu sich ins Cold Storage übertragen. Und dafür müssen die theoretisch erstmal Ether auf die Adresse schicken, um dann die ERC20 wieder zurückzuschicken in Cold Storage. Ansonsten würden die ERC20 für immer da liegen auf der Adresse, auf die ich sie geschickt habe. Hast du das nachvollziehen können? Weil letztlich Ja, ich arbeiten die habe geguckt, weil ganzen. die haben da nichts hindern. Die haben einen Contract deployed. Das Problem, oder was heißt Problem? Bei Ethereum kann man nicht unterscheiden, denn die Adressen sind ja alle gleich. Du siehst nicht, ob das jetzt eine Adresse ist oder ein Contract. Nur anhand der Adresse ist das nicht unterscheidbar. Also nicht typisiert. Das ist einfach nur der Transaction, der Account Hash. Also das ist natürlich eine Transaktion. Raus ja, zum Cold Storage geben muss, ja, aber
was natürlich die ganzen Exchanges machen, die haben ja keine Segregated Accounts, die haben ja Omnibus Accounts, deswegen frage ich nach. Also es würde mich wundern, wenn Kraken für gefühlt, keine Ahnung, 1 Million Kunden 1 Million Segregated Accounts hat. Das machen die natürlich nicht, die machen ja dahinter an die Omnibus-Verwahrung, das heißt Sammelaccounts auf Ethereum, alle Ether laufen auf vielleicht nicht eins, damit es nicht so getrackt werden kann. Ich glaube, das ist eher die Frage, vielleicht haben die pro User halt ein Seed, ein Mnemonic, aus dem die mehrere Keypairs dann generieren. Das weiß ich nicht, wie die das machen, das kann ich nicht beurteilen, aber was ich weiß, dass die für mich, für meinen bestimmten Token, den ich dorthin senden soll, haben die eine eigene Adresse angelegt, einen eigenen Contract deployed. Klar, also müssen wir ja, oder müssen die Exchanges ja, weil sie können ja nicht eine, also sie müssen ja nachher identifizieren können, was von dir ankommt. Genau. Ja. Und jetzt geht es ja darum, sich die ERC20-Token einzusammeln von der Adresse. Darum geht es ja. Und das geht nicht kostenlos. Ich muss ja dann die Ether erstmal dahin schicken. Also gehen wir mal davon aus. Über die Meta-Transaktion oder Transaction haben sie dir deine Transaktionsgebühren für die Transaktion. Nein, sich selber. Das ist ja das Witzige daran. Sorry, da war vielleicht der Use Case ein bisschen schlecht umschrieben, aber die tun praktisch ihren eigenen Overhead minimieren. Die sind ihr eigenes Relay. Die haben praktisch einen Account, der das alles bezahlt, aber die erstellen für jeden User für jeden Deposit-User erstellen die einen Contract, der dieses Gas-Relay-Ding unterstützt und zahlen praktisch mit einem anderen Account die Gebühren, um die ERC-20-Tokens von den User-Separated Accounts, die erstellt werden, auf ihr Cold Storage zu übertragen. Ohne Ether hin und her senden zu müssen. Die können direkt die wenn man USDC dahin transferiert, können die praktisch direkt die USDC auf ein anderes Wallet übertragen, ohne dass diese Adresse irgendwelche Ether davor bekommen. Okay. Gut. Danke. Genau. Ich hoffe, es ist klar. Wenn nicht, dann können wir auch gerne nochmal separat drüber reden. Ja, dann würde ich gerne nochmal wissen, inwieweit man der Third Party denn vertrauen kann. Also es kann ja sein, dass man eine Transaktion übergibt und letztendlich wird die dann nicht auf der Blockchain publiziert, also von der Third Party. Und wie sicher ist denn meine Signatur? Also die muss ich ja dann auch weitergeben. Genau, also im Falle von Eternity ist es so, dass da ja die auf eine spezielle Art signiert wird, um da Replay-Attacken zu vermeiden. Das heißt, also einmalig darf natürlich das Relay die Signatur verwenden oder soll das auch verwenden dürfen. Ich muss ja meine Transaktion dahin schicken. Damit ich jetzt wirklich weiß, ob die ausgeführt wurde, muss mein Wallet, das ich verwende, das halt tracen und tracken über irgendeine Node. Ansonsten vertraue ich halt wieder irgendeinem Service. Also ich brauche halt irgendwie ein Tracking. Sonst weiß ich ja generell nicht, was passiert auf der Chain. Und wenn ich mal zurückgehe, nochmal, wenn wir hier hingehen, dann ist es so, dass dieser Recipient Contract in der Regel eine Liste definiert, also jetzt im IBM-Fall, was Kraken benutzt hat. Dann führen die Recipient Contracts führen eine Liste, welchen Forwardern die trusten. Also da gibt es dann nochmal eine extra Entität, die es erlaubt, also das hängt dann in den Contracts drin, von wem die das erlauben, da reinzupacken. Aber da bin ich jetzt auch nicht zu tief drin. Ich weiß nur, dass es relativ komplex ist oder halt, dass die Contracts müssen halt das Verfahren unterstützen. Okay, also müsste man. Ich gehe mal davon aus, dass es sicher ist, aber ich kann jetzt nicht genau beantworten, an welcher Stelle da jetzt eine Sicherheit. Auf jeden Fall mit dem Thema Trusted Forwarder ist ein Thema da. Dass der Recipient Contract praktisch eine Liste verwaltet, von welchen Entitäten er eine Meta-Transaction erlaubt. Okay, also müsste man jetzt sich den Smart Contract anschauen und. Ja. Ja, okay. Gut. Wie gesagt, im Fall von Eternity wäre es scheißegal. Ja. dann zum Thema Massenadaption nochmal. Siehst du diese, also denkst du, dass die Meta-Transactions wirklich den Großteil der Eintrittsbarrieren praktisch lösen würden? Weil es gibt ja auch noch genug Leute, die
mangelndes Know-how über Wallets haben, Secret Key Managing, nicht wissen, wie man dezentrale App-Funktionen benutzt. Ja, das ist natürlich ein Thema, was ich vielleicht nur kurz angedeutet habe, aber nicht weiter erläutert habe. Ja, Wallet, Onboarding, Backup, C-Trace, das möchte man natürlich am Anfang gegebenenfalls dann auch vermeiden. Ich sag mal so, das Gute ist bei Play-to-Earn-Games, wenn man jetzt mal die typischen Play-to-Earn, ich bin jetzt auch nicht in dem Ultra, in dem Gaming-Bereich oder nicht mehr da drin, aber ich sag mal so, von irgendwelchen kleinen Spielen, wenn ich da jetzt ein paar Game-Items umsonst kriege, da wäre es mir jetzt wahrscheinlich auch egal, wenn ich da ein paar verliere. Die habe ich eh umsonst gekriegt. Aber dann wäre es halt zumindest mal ein Learning, wenn ich es dann verliere und keinen Access mehr habe, dass ich mir das dann nächstes Mal, also was natürlich die Anweisung sein muss, egal welches Wallet man da dann verwendet, ist, dass man da keine Tausende von Euro dann oder DeFi damit verwendet, ohne ein Backup gemacht zu haben. Also das ist dann eher eine Wallet-Sache und ein Wallet-Thema, das praktisch so zu unterstützen, um dem User da zu helfen. Was aber auch geht, ist, dass man eine Multisig-Contract dann macht als Wallet und dafür sorgt, dass der User trotzdem selber unter der Kontrolle ist und das selber alles machen kann, aber man halt eine Art Recovery dann drin hat, falls der User seinen Key verliert und dann halt seinen Key rotieren kann und später, wenn er auch genug Wissen hat, dann auch sich selber unabhängig davon macht. Also okay. Den Custodian praktisch aus dem Contract entfernt und sagt, okay, ich nehme jetzt da selber die Kontrolle über. Ja, das will man ja letztendlich erreichen. Also dass hier genau, also das wären halt so Wege, wo ich da sehe. Ja. Aber ich denke schon, dass da Meta-Transactions eine ganz große Rolle spielen können. Ja, vor allem im Gaming-Bereich. Ja, das denke ich mir auch. Ich habe da auch sehr viel Erfahrung gemacht. Und da muss man halt immer wirklich die Blockchain-eigene Währung im Wallet haben. Und die meisten haben das halt nicht. Ich persönlich bin halt nicht der Fan von Username, Passwort und das spricht halt für mich irgendwie immer so ein bisschen gegen das Ganze, wofür ich da kämpfe oder stehe. Und das möchte ich so tunlichst vermeiden. Ich weiß, dass es notwendig ist, auch für viele, und dass es für viele hilfreich ist, weil viele sind auch darauf angewiesen einfach, weil sie noch nicht bereit dafür sind und halt zu hemmsärmlich mit den Themen umgehen. Genau. Aber auch nur, weil das Wissen fehlt. Auch alles nur eine Sache von Wissen. Und wir haben ja bisher über die Adoption von den Nutzern geredet. Wie sieht es eigentlich bei den Entwicklern aus? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die zu begeistern? Das ist eine ganz gute Frage. Das denen leichter zu machen. Na gut, das ist ja ein Unterschied. Ob ich es denen leichter mache oder ob ich sie begeistere, sind wahrscheinlich zwei verschiedene. Darüber mache ich mir natürlich gerade extrem viele Gedanken, weil ich sage mal, die Developer-Community auf Eternity könnte durchaus größer sein, so formuliert. Also wer da Bock drauf hat, da ein bisschen tiefer einzusteigen in die Features, die ich heute genannt habe, speziell das Thema mit DAO und Paying for Transaction, wo man im DAO praktisch die Fees gecovert kriegt für die Votes, das würde ich ganz cool finden. Aber wie man die begeistern kann, denke ich, Hackathons auf jeden Fall. Also große Preise, Hackathons, physisch auch die Leute treffen. Ich denke, Remote ist schon cool irgendwie, aber so die beste Experience hatte ich persönlich auch immer irgendwie physisch. Ja. Selbst wenn es mit den eigenen Leuten ist auch. Es geht oft nicht anders, aber ja. Ist halt einfacher. Online ist natürlich einfacher, aber der Austausch ist schon viel, viel besser, wenn man sich persönlich sieht. Dann genau, und ansonsten denke ich, bei vielen Chains gibt es schon genug Material, was jetzt Tutorials, Onboarding-Material angeht. So, das wollen wir jetzt auch aktiv angehen und verbessern bei Eternity, aber ansonsten gibt es da, denke ich, genug. Und die Tools sind auch mittlerweile, speziell was jetzt IWM angeht, sehr, sehr ausgereift, würde ich sagen. Wobei ich da nicht mehr so tief drin bin. Wie sieht es dann eigentlich bei den Popes aus? Sind denn private Wallets zwingend notwendig, um die auszugeben und anzuwenden, oder wird es auch anders funktionieren?
Also jetzt speziell für Personen, die halt keine Ahnung haben, wie man sich ein Privatwallet anlegt und wie man dort seine NFTs managt. Gut, das ist ja die Sache von dem Event-Organizer, wie der das macht. Also typischerweise gibt es ja jemanden, der diese NFTs ausstellt und der muss für sich halt entscheiden, wie er das dem User geben möchte. Und der ideale Weg wäre schon, das auf ein echtes Wallet von dem User zu transferieren. Dann heißt es halt im Voraus, lade dir das und das Wallet runter zum Beispiel. Und ich meine, das machen ja die meisten auch auf Events. Wenn es jetzt irgendeine Event-App gibt, dann, wenn man regelmäßig irgendwo hingeht oder ein spezielles Event besucht, dann laden sich die Leute typischerweise schon die App runter. Die Frage ist halt nur, hat die App dann direkt das Wallet oder geht es dann irgendein Backend und wird dann dort verwaltet, in Custody wieder, dann sind wir wieder in der Ecke. Gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Ich würde schon eher in die Richtung gehen, stark zu versuchen, das auf eigene Wallets zu schieben und auch ja, Education zu betreiben in die Richtung. Ich meine, man kann es ja den Leuten dann da auch vor Ort zeigen. Die sehen es ja dann im Wallet, kann man denen zeigen. Durch Nutzung lernt man dazu immer. Praxis macht die Erfahrung immer. Ja, klar. Egal wo. Also, für ältere Leute speziell habe ich jetzt gemeint, ob es da vielleicht auch einen Weg über einen QR-Code gibt, dass man den einsehen kann oder dass man einchecken kann, zum Beispiel bei dem Event. Ja, hängt alles vom Wallet ab oder von der Ja. App, die das dann unterstützt. Das kann man schon alles sehr einfach machen mit QR-Code und mit. Geht auf jeden Fall. Und dann von Dirk noch eine Frage, warum ihr euch Ich würde für. halt nur nicht empfehlen, dass jeder jetzt sein eigenes Wallet irgendwie baut. Also es gibt schon, also nur um das klarzustellen, es gibt dann schon Firmen und spezielle ja, Gruppen, die sich speziell auf das Thema Wallet und Security fokussieren. Und sollte nicht jede, also zumindest meiner Meinung nach, sollte jetzt nicht jede Anwendung versuchen, ihr eigenes Wallet zu bauen. Das will auch am Ende der User nicht. Das ist ja genau das, was man nicht mehr will. Ich will ja keine 500 Wallets auf dem Handy haben. Ich will idealerweise, vielleicht habe ich zwei, drei, je nachdem, ob es verschiedene Use Cases sind, aber idealerweise kann ich alles in einer App machen und mich überall connecten. Am Ende des Tages. Dann hat Dirk noch gefragt, warum du dich jetzt speziell für Eternity entschieden hast und nicht für ein anderes Unternehmen. Das ist emotionales Ding, würde ich sagen. Aber also ich folge dem Projekt schon seit Beginn, Contribution Phase, war sehr aktiv in der Community. Es sind halt viele Features auch on-chain, auf Layer 1. Jetzt zum Beispiel, ich glaube, heute sogar wurde eine neue State Channel Demo angekündigt, wo man Schere, Stein, Papier spielen kann gegen einen Bot, wo die Transaktionen alle off-chain stattfinden und da auch kryptografisch gesichert sind, praktisch wo Cheating nicht möglich ist. Da wird zum Beispiel der erste Zug von dem Player wird gehasht in dem Off-Chain-Contract und der andere, und man muss halt Off-Chain immer alles co-signen. Aber ja, da geht es zu arg ins Detail. Es gibt eine neue State-Channel-Demo. State-Channels ist ein großes Feature, wo ich viel Hoffnung hatte, auch damals. Und ich denke immer noch, dass da viel möglich ist, aber ist halt auch ein komplexes Thema mit vielen Ecken und Kanten. Also wenn man jetzt mit Bitcoin vergleicht, wo es jetzt, sag mal, nur einfache Payment Channels gibt, wo man nur Geld transferieren kann, ist das bei State Channels halt so, dass da auch Smart Contract Logik oder generell Programmlogik ausgeführt werden kann, off-chain. Halt zwischen den zwei Parteien, die den Channel geöffnet haben. Genau, also da wird es schon relativ komplex. Deshalb hat man da leider auch noch nicht so viel gesehen. Ja, das Naming System finde ich ein cooles Feature. Wie gesagt, jetzt ist mit dem Paying For. Es ist halt einfach ein emotionales Ding und ich finde das Team cool, die Core-Devs sind cool. War jetzt auch demnächst eine Konferenz. Ich organisiere das auch teilweise die Hackathons. Da habt ihr auch Werbung gemacht dafür. Da nochmal vielen Dank. War echt gut am Ende, ein paar gute Ergebnisse. Ja, emotionales Ding und ich glaube Ja, noch dran. kann man verstehen, auf jeden Und Fall. wir sind noch ganz jung in dem Space, muss man schon sagen. Und ich denke aktuell, es gibt halt verschiedene Tribes. Ja.
Ethereum Layer 2 Lösung. Es gibt Polygon, so diese Solution. Es gibt Optimism, es gibt so viel. Es wird halt experimentiert. Bei Eternity wird es jetzt auch, wir sind ja immer noch Proof of Work, das wird sich auch nicht ändern, das so schnell. Aber halt ein sehr optimiertes Proof of Work, wo bis zu 124 Transaktionen pro Sekunde möglich sind on-chain. Und das ist auch ein Stück weit anders von Bitcoin, wo alle 10 Minuten ein Block generiert wird. Ja. Da ist das Consensus-Model, heißt Bitcoin NG. Next Generation steht das NG. Und da ist es so, dass die Transaktionen nicht in den Keyblocks drin sind oder in den Blocks, sondern dass alle 3 Minuten wird ein neuer Keyblock generiert und dann wird nur der Leader der Chain praktisch ermittelt und der Leader kann dann alle 3 Sekunden einen neuen Microblock erzeugen on demand und da werden die Transaktionen dran gesichert. Und der nächste Leader, der den nächsten Block dann meint, der kriegt einen Teil von den Fees, von den ganzen Microblocks, die der Leader davor praktisch erstellt hat. Ah, okay, das ist echt interessant. Genau, und was da halt noch zusätzlich jetzt kommt demnächst, da arbeiten die Core-Entwickler fleißig dran, ist das Thema Hyperchains, nennt sich das. Dann kann man auch private Netzwerke hochspawnen, die Delegated Proof of Stake betreiben. Und dann hat man praktisch so ein Parent-Chain-Connector und die Parent-Chain muss aber nichts wissen von der Hyperchain. Das heißt, ich kann die komplett private Hyperchain haben, die so ein Magic-Hash hat. Und die ganzen Validatoren in dieser Private Chain, die ich betreibe, müssen halt auf dieser Parent Chain regelmäßig Commitment-Transaktionen mit diesem Magic Hash machen. Und dann wird die Hyperchain basierend auf diesen Commitment-Transactions auf der Parent Chain den Leader ermitteln. Das heißt, man kriegt die Security praktisch durch ein Public Mainnet, kann aber ein Private Netzwerk dann betreiben damit. Und das natürlich auch hocheffizient und in einem privaten Kontext mit Delegated Proof of Stake. Okay, top erklärt, ja. Ich sehe gerade, wir neigen uns mit der Zeit schon fast zum Ende zu. Ich würde nochmal gerne nachfragen, ob es vom Publikum jetzt noch weitere Fragen gibt. Ansonsten würde ich dann das Meeting dann zum Ende bringen. Vielleicht noch ein Kommentar von mir zum Thema Eternity. Da war ja die Konferenz vor kurzem und da wird auf einer Playlist, wird jetzt aktuell stetig und regelmäßig werden da noch die Vorträge veröffentlicht, die da gehalten wurden. Also wen das interessiert, der kann sich das gerne mal angucken. Ja, gerne supporten. Ja, ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich für deine Präsentation und auch für die Zuhörerschaft. Auch für die Fragen. War echt eine spannende Diskussion. Und ja, dann würde ich euch allen noch einen schönen Tag wünschen. Und vielleicht sieht man sich nochmal. Dankeschön, ebenfalls von meiner Seite aus. War super spannend. Danke, Marco. Danke für die Einladung. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.